So, in dem Tutorial hier will ich euch zeigen, wie ihr Parallax Occlusion oder Bump Mapping Licht installiert, also Parallax Occlusion und Specular Mapping heißt es ganz offiziell. Das ist eine Erweiterung quasi zu dem Bump Mapping und Depth of Field und Waving Weed, was ich euch schon in Tutorials näher gebracht habe. Und genau, das ist einfach eine Erweiterung dazu. Ich gebe euch den Tipp, wenn ihr Dynamic Lights installieren wollt, dann tut es jetzt. Link zu dem Tutorial, wie ihr Dynamic Lights installiert, wird jetzt eingeblendet, weil wenn ihr Dynamic Lights nach diesem Tutorial hier installiert, dann ist wieder alles weg. Weil wenn ihr Dynamic Lights installiert, dann wird einfach der Shader-Ordner wieder komplett gelöscht aus eurem Minecraft-Bin, aus eurem Minecraft-Jar. Und dann könnt ihr hier diesen ganzen GLSL-Shader wieder neu installieren. Genau, also als erstes Dynamic Lights installieren, Tutorial jetzt. Dann als nächstes GLS-Shaders installieren, Tutorial jetzt. Und dann, wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr jetzt hier weitermachen. Ja, ist jetzt relativ kompliziert, aber okay. So, die Seite habe ich eigentlich nur noch mal als Hintergrund, von der braucht ihr nämlich gar nichts direkt. Ihr braucht was von dem Wiki der Seite. Das Wiki, Link unten in der Beschreibung, wie immer natürlich. Und da klickt ihr jetzt mal auf Alternative Shaders. Dann klickt ihr hier bei All Shaders, hier oben, DOF, Bloom, God Ray, Cell Shading, Punkt, Punkt, Punkt. Einfach hier mal auf Download, also auf den Link hier. Skip this ad und dann downloadet ihr das hier einfach mal. So, die Werbung kurz wegklicken und öffnen. So, dann sind hier drei Dateien drin. Jetzt müsst ihr aufpassen. Ich habe nämlich in meinem Tutorial erzählt, dass ihr, Moment, in eurer Minecraft, ja, AppData Prozent, also hier, dass ihr hier aus eurem Shader-Ordner nur die zwei Final-Dateien rauslöschen müsst, um DOF zu deaktivieren, also diese Tiefenunschärfe zu deaktivieren. Das stimmt auch nach wie vor, nur braucht ihr diese Final-Dateien, um jetzt diesen Lichtmod noch zu installieren. Also geht ihr einfach nochmal hier bei dem GLSL-Shader-Download, den ihr ja schon gedownloadet habt, wenn ihr das Tutorial hier anguckt, nochmal auf Alternative Shaders, dann auf Bump Mapping und kopiert es einfach hier alles nochmal neu rüber. Okay, so. Dann haben wir das jetzt erstmal soweit. So, dann kann ich das hier eigentlich zumachen. Moment, kann ich das zumachen? Ja, brauche ich nicht mehr. So. Und dann kopiert ihr jetzt einfach eure neuen Dateien, also die ihr jetzt gerade gedownloadet habt, aus dem Wiki. Kopiert ihr jetzt die drei Dateien und fügt die einfach hier drüben ein. Okay. So. Soweit wäre es das eigentlich schon mit der Installation. Jetzt zeige ich euch hier nochmal was. Und zwar gibt es jetzt hier eine schöne Auswahlmöglichkeit. Ihr könnt jetzt hier zum Beispiel das Depth of Field einfach ausmachen, indem ihr hier zwei so Schrägstriche davor stellt. Das mache ich mal. Ich will keine Tiefenunschärfe und ich will auch kein Cell Shading. Das Cell Shading könnt ihr mal spaßeshalb aktivieren, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze aussieht. Es sieht aus wie so Comic. Dann sind alle Blöcke einfach mit so einem schwarzen Rand noch außenrum. Das lässt Minecraft so comichaft erscheinen. Bloom will ich weiter haben und God Rays auch. God Rays, extrem cooler Effekt. Werdet ihr gleich sehen, was das ist. Für meinen Geschmack ist die Bloom-Intensität ein bisschen zu stark, deswegen gebt ihr hier einfach bei Const Float Bloom Amount anstatt 9, sagen wir mal 5 ein. Und ja, das war's dann soweit hier eigentlich. Das könnt ihr wieder schließen. Dann geht ihr auf Speichern und dann seid ihr eigentlich schon soweit fertig. Ja. Jetzt könnt ihr eigentlich schon spielen und ihr habt dann die Lichteffekte, aber noch kein Bump Mapping mit HD Texture Packs, weil wir natürlich auch, weil wir ja die Dateien gerade neu reinkopiert haben, um die Final Dateien wieder zu kriegen, müssen wir natürlich auch hier wieder diese Zeilen einfügen, die uns ermöglichen, auch auf dem Full HD Texture Pack von 256 x 256 zu spielen.
Dann geht ihr hier einfach wieder auf das Wiki, kennt ihr ja schon von meinem anderen Tutorial, hier auf Bump Mapping, kopiert diese Zeile hier rein, die hier ist jetzt wichtig für mich, kopieren und fügt die einfach hier unten ein und schreibt hier vorne Schrägstriche davor, bei denen, die ihr nicht wollt, bei denen Texture Packs, die ihr nicht haben wollt, sondern ihr wollt 256x256, beziehungsweise was ihr eben für eine Auflösung habt beim Texture Pack. Speichern, das gleiche dann wieder hier, ja, ich will das Archiv erneuern und fertig war's. Jetzt startet ihr einfach mal Minecraft. Und wenn alles funktioniert hat, dann sollte das jetzt eigentlich gehen. Ich gebe zu, das Ganze ist relativ fehleranfällig, also versucht es einmal noch ein zweites Mal und versucht wirklich 100% die Anleitung hier in meinem Tutorial zu befolgen, dann funktioniert es auch wirklich. Ich hoffe jetzt, dass es funktioniert hat, ist nämlich keine Garantie da, eigentlich nie, weil das Ganze einfach ja fehleranfällig ist. So, jetzt gucke ich mal, gut, Dynamic Lights funktioniert schon mal, hier seht ihr Bump Mapping, funktioniert auch bestens. Jetzt seht ihr das hier auch mal in so einer Mine drin, wie das Ganze aussieht. Und jetzt muss ich nur noch gucken, ob das Ganze auch mit den Specular Maps funktioniert. Und es funktioniert, ihr seht schon, das bisschen Restlicht hier unten langt schon und der Block hier strahlt so cool. Und dann könnt ihr jetzt hier Licht anmachen zum Beispiel, dann strahlt er euch so richtig entgegen im Optimalfall. Von wo aus sieht man es denn jetzt gut? Ja, von hier aus zum Beispiel. Dann strahlt der... Moment, ich laufe mal daran vorbei jetzt. So. Und dann seht ihr, das... Ja, das ruckelt jetzt ein bisschen wegen der Aufnahme noch. Aber das leuchtet euch jetzt so richtig entgegen, hier zum Beispiel. Besser sieht man das Ganze noch, finde ich, mit dem Texture Pack Balea. Ja, auch einfach ein Texture Pack. Den Link zu dem Texture Pack packe ich auch mal unten rein. Einfach auch ins Texture Pack Verzeichnis kopieren von Minecraft. Dann ist der schon installiert. Müsst ihr gar nichts mehr anderes machen. Der hat auch die gleiche Auflösung. Und sollte eigentlich funktionieren. Minecraft hat jetzt irgendwie keine Rückmeldung. Ah, jetzt geht's wieder. Dann. Ja. Danke. Singleplayer Test, Play Selected World. Und ihr seht hier jetzt, okay, das ist jetzt gerade ein bisschen ungeschickt. Jetzt leuchten nämlich auch die Steine, also der Clean Stone hier oder der Stone hier um mich rum, leuchtet jetzt auch so ein bisschen. Ist jetzt hier gerade ein bisschen ungünstig, weil hier noch so Restlicht drin ist. Deswegen sieht das hier ein bisschen lächerlich aus, irgendwie der Effekt, weil die Steine jetzt so leuchten, so komisch. Aber vom Prinzip her sieht es echt cool aus und ihr seht jetzt auch. Hier hinten der Stein leuchtet euch schon so ein bisschen entgegen. Hier die Erde hat so ein bisschen Leuchteffekte. Hier, jetzt seht ihr auch das 3D nochmal schön. Das kommt in dem Texture Pack hier auch sehr gut raus. Wenn es bei euch jetzt in YouTube wegen der Qualität nicht so toll aussieht, dann installiert das Ganze. Es sieht echt, echt gut aus. Müsst ihr mir einfach glauben. Und ja, dann probiere ich das Ganze mal hier nochmal mit ein bisschen Gold. Mit dem Goldblock zum Beispiel gebe ich euch mal noch ein paar Beispiele. So, was kann ich denn jetzt noch kurz als Beispiel nehmen? Moment, ich hänge hier mal irgendwo eine Fackel oder nehme einfach eine in die Hand, hänge sie mal da kurz hin. Hier mal Redstone noch, Holz kann ich euch mal noch zeigen. So, gut, dann nehme ich jetzt wieder eine Fackel in die Hand. Hoppla, jetzt ist irgendein Lichtbug, seht ihr jetzt schon, ist noch alles ein bisschen verbuggt, das Ganze. So, jetzt ist das Licht wieder geupdatet und hier, ihr seht, diese Blöcke hier sehen schön 3D aus. Hier diese Kristalle stehen richtig raus ein bisschen. Das hat so eine geriffelte Oberfläche ein bisschen. Und das hier auch alles wunderbar. Und das Ganze ja, reflektiert auch. Das sieht man aber eigentlich nur so richtig in der Mine. Wenn ihr eine Fackel in der Hand habt, dann leuchten euch die ganzen Minen-Sachen so richtig entgegen. Also so ähnlich wie jetzt. Naja, ja, so ähnlich. Gut, dann gehe ich mal raus, weil ich hab euch, muss euch nochmal einen Effekt zeigen. Und zwar der Effekt der God Rays. Das ist ein sehr cooler Effekt. So, gehen wir hier mal raus. Und zwar macht der Effekt folgendes. Moment mal. Ja, jetzt laggt das ja grausam. Jetzt zeige ich euch mal kurz noch den Schnee. Ich weiß nicht, wie cool man das in YouTube sieht. Aber auch hier der Schnee ist jetzt so, hat so eine 3D-Oberfläche. Hier sieht man es jetzt sehr, sehr schön. Sieht echt cool aus. Habt ihr irgendwo zufällig Eis? Genau, auch das Eis spiegelt jetzt zum Beispiel.
Die Sonnenstrahlen, Moment, das ist jetzt ein bisschen schlecht, weil nur ein Eisblock da ist. Da sieht man es jetzt schlecht. Ah ja, wie gesagt, hier seht ihr jetzt zum Beispiel auch die 3D-Effekte von dem Schnee hier drauf. Und es spiegelt jetzt eben so. Und wenn ihr in die Sonne guckt, dann sollten jetzt eigentlich die Berge so die Sonnenstrahlen so werfen. Weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Ja, genau, hier sieht man es vielleicht an dem Baum ein bisschen. Ja, genau, jetzt hier seht ihr so die Sonnenstrahlen hier so seitlich durchkommen. Das seht ihr jetzt zum Beispiel hier ganz gut. Hier zwischen Baum und Berg kommen jetzt die Sonnenstrahlen hier so durch. Das sieht in Wäldern sehr cool aus. Jetzt seht ihr das hier vielleicht ein bisschen. Ja, genau. Also so diese Sonnenstrahlensimulation. Ja, das kommt hier ganz gut raus jetzt sogar. Freut mich. Juhu, ich habe es noch hingekriegt, euch das zu zeigen. Hier ist jetzt nochmal ein bisschen Eis. Ja, genau, das spiegelt jetzt hier auch alles das Eis. Und jetzt soll niemand mehr sagen, Minecraft hätte eine komplett beschissene Grafik. Ja, auf jeden Fall ist die Grafik in Ordnung. Und ja, wie ihr seht, man kann den Blumeneffekt eigentlich sogar noch ein bisschen runterschrauben, weil hier jetzt die Schneefläche einfach nur weiß ist. Hier jetzt nochmal die God Rays, die Sonnenstrahlen vielleicht ein bisschen zeigen. Ja, aber so vom Prinzip her war es das eigentlich schon. Ja, da unten sieht man es jetzt wieder schön an dem Baum. Ja. Ich finde, dass das Ganze sehr, sehr toll aussieht. Ja, das Ganze sieht natürlich nicht nur im Schnee aus. Moment, ich gehe mal da hinten auf die Wiese. So, und ihr seht schon, das Ganze braucht natürlich viel Leistung. Ja, mein PC ist jetzt wirklich sehr gut. Aber das Ganze ruckelt jetzt trotzdem während der Aufnahme. Normal läuft es eigentlich ganz flüssig. Ja, jetzt... Ja, geht doch. So. Hier sieht es eigentlich auch ganz okay aus. Mein Gott, das Waving Weed kennt ihr ja schon. Das Texture Pack hier um den Berg rum müsstet ihr jetzt eigentlich auch diese Sonnenstrahlen sehen. Ja, hier jetzt zum Beispiel hier hinten ganz deutlich. Genau, und die oben an den Wolken natürlich auch überall. Seht ihr auch überall, wie die Sonne hier so durchscheint. In die Welt rein. Also ich finde echt cool. Jetzt vor allem in der Dämmerung nochmal. Gucken wir nochmal die Dämmerung kurz an. Auch mit dem Texture Pack. Passt natürlich auch dazu, die schöne Sonne hier, wie die jetzt untergeht. Und hier seht ihr jetzt überall die Sonnenstrahlen so ein bisschen. Ja, genau, hier so übers Land scheinen. Wunderbar. Doch, sieht echt klasse aus, finde ich. Ja, das war's soweit auch vom Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das auszuprobieren. Und ich hoffe vor allem, dass ihr das auch so cool findet, wie ich den Mod. Und ja, dann kann ich jetzt, Moment, jetzt nochmal kurz gucken hier im Untergrund. So, wie das jetzt hier alles so aussieht. Ein bisschen mal ins Dunkle reingehen. So, und nochmal kurz Licht anmachen. So, wunderbar. Und mit diesem wunderschönen Bild hier verabschiede ich mich aus dem fertig gemoddeten Minecraft. Grafiktechnisch auf jeden Fall mal. Also, ihr habt jetzt von mir gezeigt gekriegt, Dynamic, Light, GLS Shaders, Bump Mapping und GLSL Shaders, Specular Mapping und Parallax Occlusion. Ja, und das war's jetzt erstmal von mir, von hier. Ich hoffe, es hat funktioniert. Wie gesagt, wenn es funktioniert hat oder wenn es nicht funktioniert hat, schreibt einfach einen Kommentar, dann helfe ich euch. Bis zum nächsten Let's Play oder Tutorial. Ciao!